So, liebe Gattel und Working-Fans, so schaut mein eigener Werktisch aus. Das Problem mit großen Werkbank in einem kleinen Raum ist, wenn du das einmal stehen hast, kannst du das nie mehr gescheit bewegen. Das passt mir so, das ist 1,30 m mal 1 Meter. Man kann das Teil. Man kann das Teil super bewegen. Das Einzige, was ich jetzt noch machen werde, ist, dass ich die Oberflächen mit Leinöl einlasse. Das ist ganz normales Leinölfirnis. Das härtet mit der Zeit aus, ist quasi fast biologisch. Es sind ein paar Härtezusätze drin, sonst dauert das ewig nicht gescheit trocken werden. So trocknet es relativ rasch. Und das ersetzt im Prinzip die schiere gelbe Beschichtung. Es ist nicht ganz so widerstandsfähig, aber das macht gar nichts. Wenn das Deckholz einmal kaputt ist, kommt einfach ein neues auf und das war es im Prinzip. Ne? Zum Auftragen von dem Ganzen könnt ihr ja im Prinzip einen Pinsel hernehmen, einen Standard, ganz normalen Pinsel. Ich habe eine Schaumstoffwalzen, so wie man es zum Ausmalen hat im Prinzip. Mit Föhn ist es da halt Schaumstoff. Das geht super, da bist du mit der großen Fläche bis gleich einmal fertig. Und was ihr noch braucht, ist ein ganz normaler Fetzen zum Abwischen. Beim Fetzen, wenn ihr einen Leinöl getränkten Fetzen habt, müsst ihr aufpassen, der ist unter gewisse Voraussetzungen selbst entzündlich. Das heißt, wenn du es in der Sonne liegen lässt zum Beispiel, kann sein, dass sich der Fetzen selber zum Entzünden anfängt, je nach Konzentration, je nachdem wie viel das im Fetzen drinnen ist. Wenn ihr zum Beispiel an so einem Leinöl getränkten Fetzen nicht gleich wegwerfen wollt, dann nehmt einfach ein normales Marmeladenglasel, so ein Glasel, das den Fetzen reinstopfen, macht das zu. Und das war's, und ihr könnt ihn beim nächsten Mal wieder weiterverwenden. Und irgendwann ist er dann zum Entsorgen ganz normal. Das werden wir jetzt noch machen. Wenn ihr das in einem Kellerraum macht, dann sorgt für Belüftung, lasst das Fenster offen, dass die Dämpfe relativ rasch entweichen können. Aus eigener Erfahrung kann ich euch sagen, wenn ihr mit dem Leinöl über längere Zeit in direkten Kontakt seid, auf die Hände, je nachdem, wie viel das ihr drauf habt, dann kann es sein, dass ihr gewisse Symptome kriegt. Es kann sein, dass euch schlecht wird, es kann sein, dass euch ein bisschen schwindelig wird. Geht es in die frische Luft dann, nach ein, zwei Tagen, je nachdem, wird das wieder vergehen normalerweise. Also ich glaube, dass es durch einen direkten Hautkontakt und teilweise durch die Dämpfe ist. Aber so steht es zumindest auch ein Beipackblattl dabei. Wie immer, passt auf damit. Wir brauchen da ein bisschen am Aufe. Nicht zu viel am Anfang. Die Dosen macht sich gleich zu. Also auftragen auf die Oberflächen wird das nicht sparsam. Ordentlich auftragen, relativ satt, damit das auch ordentlich einziehen kann. Mit der Walzen geht das relativ rasch. Da hat es relativ viel Auftrag. Das Holz nimmt das alles auf. Wir haben jetzt ungefähr ein Viertel Liter Öl verbraucht für die Bittelfläche. Es zieht super ein und normalerweise mache ich das 2 bis 3 Mal. Dann ist das trockene Holz satt mit Öl voll. Das ist richtig durchtränkt. Das braucht allerdings dann auch 3 bis 5 Tage, dass das gut trocknet ist. Es braucht dann noch länger beim Trocknen.
in die Tiefe, aber die Oberfläche ist an und für sich dann einmal in dem Zeitraum gut. Wenn Sie jetzt viel Öl auf da habt, dann merkt ihr das, wenn dann so ein See steht und der nach 2 Stunden noch immer nicht eingezogen ist, dann war es zu viel. Ihr nehmt einen Fetzen, damit wischt ihr dann das überflüssige Öl, das überschüssige Öl im Prinzip, das nicht mehr einziehen kann, wischt ihr einfach ab und dann lasst das stehen. Für Belüftung würde ich sagen, der Geruch von dem Leinöl ist nicht jedermanns Sache. Man muss sich daran gewöhnen, aber im Endeffekt, es riecht ein bisschen künstlich, nussig, Leinödelmäßig halt. Ne? Es ist ganz eigen. Auf alle Fälle, ich werde in einer halben Stunde ungefähr, wenn die erste Schicht eingezogen ist, werde ich noch eine aufgetun, dann möglicherweise in einer Stunde dann nochmal oder so, weiß ich noch nicht, oder vielleicht in 1-2 Tagen nochmal drüber streichen. Aber ihr seht es, das ist jetzt Fichtenholz, was da drauf ist. Und das Holz kriegt ein bisschen ein Feuer, das kriegt eine Farbe. Die Kontraste kommen raus. Also das ist echt schön. Was ganz gut funktioniert, ist zum Beispiel beim Lärchenholz. Da kommt das Rötliche raus, es also schaut richtig gut aus. Was man mit Leinödel sonst noch machen kann, zeige ich euch einmal in einem anderen Video. Wir haben unsere Küchenfronten umgebaut. Die haben wir aus ganz normalen Tischlerplatten, so Mehrschichtplatten, die haben wir gebürstet, geschliffen, abgeflammt. Die haben so einen Vintage-Look gekriegt. Schaut super aus und das haben wir mit Leinöl einlassen. Das ist so richtig gold-gelb. Braun, bräunliche so Kontraste, also schaut wirklich gut aus. Wenn euch das taugt hat, gebt einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Aber wenn irgendwas nicht passt hat, schreibt es in die Kommentare rein. Und ja, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.